Hey, moin moin, willkommen zurück hier auf dem Siegpreis-Kanal. Heute ein Replay mit der Kutuzov von Toxic85, der auf der Atlantic-Map unterwegs war und unglaubliche 170k Damage rausgehauen hat. Das wollten wir euch definitiv nicht vorenthalten. Hier schon mal die Skills: vorrangiges Ziel, Elite-Schütze, Inspektor und Sprengmeister beim Kapitän. Hauptbewaffnungsmodifikation 1, Zielsystemmodifikation 1, Steuergetriebe Mod 1, Schadensbegrenzungssystemmodifikation 2 und Tarnsystemmodifikation 1 als Module im Schiff. Was besonders ist, meiner Meinung nach, das Steuergetriebe Mod, dass er da nicht das Schadensbegrenzungsteam in Modifikation 1 eingesetzt hat, sticht so ein bisschen hervor. So, Team bewegt sich in Richtung A. Und er macht erstmal langsam. Ja, halbe Kraft, bloß nicht Erster sein. Mit der Kutuzov sowieso immer ein Problem, wenn man ganz vorne steht. Dann hat man definitiv was falsch gemacht. Die 33 Knoten, die der Dampfer hier fährt, der wird jetzt erstmal nicht ausgenutzt. Er hat hier beim Kapitän auch eine Sache noch drin, die mir gerade auffällt. Er ist sichtbar auf 12,7 Kilometer. Wenn man hier konsequent auf Tarnung spielt, dann kommt man auf 11,1 Kilometer. Das hat er jetzt hier noch nicht gemacht, das heißt, er muss das alles ein bisschen mit einkalkulieren. Schussreichweite 19,1, das ist Standard, so wie er das Premium-Schiff hier mitbringt. Da geht der erste Gegner schon auf. Und die Geschwindigkeit wird gesteigert. Der größte Teil des Teams fährt zu A, der Rest fährt zu C. Mal gucken, wann hier die Don-Kosaken anfangen zu tanzen. Die Sumo schickt sich an, schon eins der ersten Ziele zu werden, möglicherweise. Mal gucken, wie schnell er anfängt, sich hier aufzudecken. Da geht es aber doch dann mit der Missouri eher weiter. Die sogar schon direkt in der Reichweite ist. So, er ist jetzt aufgedeckt und wird natürlich auch gleich anvisiert. Das ist bei einer Kutuzov auch immer. Ja, ganz häufig so, wenn man hier so ein Feuergott ist mit Nebel und so weiter, ist man immer gerne Top-Target. Das geht ja mit der Belfast so, das geht ja mit der Fidschi so, das geht ja mit der Neptune so. Alles nicht so hervorragend gepanzert. Hier konnte er sich nicht entscheiden, offensichtlich. Der Tanz mit der Kamera. Oh, 10 Treffer hat er, nicht angesteckt. Die ersten Torps sind im Wasser bei A. Die gegnerische Higumo hat da schon mal ordentlich was verteilt. Und jetzt geht die nächste Salve raus auf die Missouri. Mal gucken, ob wir jetzt. Ja, oh, da ist der erste Brand. Wie quasi ja zu erwarten ist. Ja, ich denke mal, er fährt jetzt in den Nebel, wird versuchen, den Nebel auszunutzen. Rechts gehen die Torps durch, kein Problem für ihn. Und einen geschenkten Nebel schaut man nicht unter das Nachthemd. Nach dem Sinne fährt er hier schnellstmöglich rein und dann geht das Gefeuer richtig los. Der Missouri fährt jetzt zurück, um ihn anzuvisieren. Ist direkt aufgeschaltet, verfehlt und gleich nochmal angesteckt. Ach, der Nebel löst sich auf. Der Nebel löst sich auf. Dreifache Aufschaltung, die Mumpels sind in der Luft. Oh, aber das war noch nicht doll. Da ist definitiv mehr auf einer Kutuzov drin. Gerade. Oh, das wird knapp. Der haut die Torps raus und da fährt der Zersch. Gib Gas! Das ist schon ein bisschen Wahnsinn. Alter Schalter, da passt ja nichts mehr dazwischen. Das ist schon ein bisschen verrückt. Also, ihr könnt ihn jetzt eigentlich eher pink gesehen. Meine Fresse, Schwein gehabt. Er entschuldigt sich auch im Chat. So, jetzt sollte er sich aber langsam mal überlegen, was er hier tut, weil wird gut beschossen. Okay, erstmal Small Profile weg hier. So, die Gegner konzentrieren sich alle in Richtung A, cappen nebenbei B. Unser Team von hinten, grün, rückt von C in Richtung B vor. Und ich glaube, er sucht noch so ein bisschen seine Position im Match, wo er
am sinnvollsten sein kann. Jetzt haut er den Nebel raus und die Izumo muss als erste dran glauben und hat jetzt auch eine Menge andere Möglichkeiten. Brand gleich gelöscht. Torps laufen aus, waren sowieso kein Faktor für ihn. Oh, Izumo steht, legt einen Rückwärtsgang ein, ja, fährt jetzt rückwärts, aber das ist so ein Riesenpodest, der gerne brennt. Das ist doch jetzt nur eine Frage. Genau, Brand gesetzt. Und jetzt geht das Fratzengeber da los. Ja, das Replay ist ein ganz gutes Kontrastprogramm zu dem Replay, was wir vor einiger Zeit von der Kutuzov veröffentlicht haben. Reiner 83 ist da Kutuzov gefahren, auch mit einem relativ hohen Schaden. Aber sie hat damals gar keinen Nebel benutzt. Und hier wird jetzt halt doch mehr die Nebelfunktion ausgenutzt. Na, wird das überhaupt was? Ja, wird was, obwohl die Bismarck anvisiert war. Die Iowa war gar nicht anvisiert in dem Moment, wo er geschossen hat. Von daher war das für das R&P so ein bisschen anders zu berechnen im Hintergrund. So, und wieder ein Brand gleich auf die Iowa. Da kommt eine Kia vorgefahren. Da ist er natürlich optimal so 152 mm. Und HE geschossen. Das könnte richtig knuspern bei der. Jo, in Brand gesteckt. Kann sie reparieren oder geht die Kia schon down? Ja, die hat offensichtlich schon mal kurz repariert. Ja, Wasser mit der Fontäne quasi gelöscht vom Wasser. So, das war's. Erster Kill. 55.000 Damage. Knapp 7 Minuten im Spiel. Halbe Energie hat er auch schon verloren. Also so viel Trefferpunkte hat er nicht mehr. Deswegen auch bloß keine Breitseite zeigen. New Orleans versucht die Izumo da von der Seite zu unterstützen. Hat aber total daneben geschossen. Was Toxic zu nutzen weiß. Dreht jetzt durch. Mit seinem dreht durch, genau. Er dreht hier durch. Er ändert den Kurs etwas. Und haut aber weiter auf die Iowa rauf. Muss jetzt ein bisschen mit dem Schwänzchen wackeln, damit ihm nicht so viele Mumpeln um die Ohren fliegen. Und auf die Missouri wird auch nochmal geballert. Ist nur einmal aufgeschaltet, das ist kontrollierbar. Entdeckt, aber nicht mehr aufgeschaltet. Ist wahrscheinlich so weit weg und ich persönlich, wenn ich Schlachtschiff fahre, ja, wenn er 90 Kilometer ein Kreuzer ist, der hat so viel Zeit zu reagieren, ist schon schwer, den dann zu treffen. Suchen wir dann schon gerne auch andere Ziele, aber ja, muss er eben durch, ne? So, Missouri geht als nächstes raus. Nicht durch ihn. Und die Iowa ist das nächste Ziel. Ja, schnelles Wechseln und die hier sind quasi permanent Mumpeln in der Luft, das ist auch optimal, um deinen hohen Schaden auszuteilen. Keine große Zeit hier, wo er mal nicht ballert. Oh. Team Rot hat erst 2 Schiffe verloren, Team Grün hat 3 Schiffe verloren. Punktemäßig ist Team Rot vorne. Man hat 180 Punkte knapp Vorsprung. Wollen wir mal gucken. Hier ein schöner Mitflug. Jo, und die Izumo über dem Berg angezündet. Ist natürlich auch immer eine gute Sache, wenn man mal guckt, wenn die Mumpeln rüberfliegen, sieht man kurz das Schiff, wie es steht. Man kann auch doppelt M benutzen, zum Beispiel, um ganz kurz besser zu sehen, wie genau die Lage ist, wenn man auf dem Radar nicht so gut abschätzen kann. Meistens ist das ist dann die 3D-Ansicht doch ein bisschen besser geeignet. Ja, auch hier nicht einmal Breitseite, sondern immer einzeln geschossene Türme. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens etwas trifft, gerade bei so einem schmalen Profil. Und wenn die Fidschi da hin und her her wedelt, quasi auch um selber ein schweres Ziel zu sein, ist das sicherlich gut. Aber da waren jetzt gar keine Treffer dabei. Die Mumpeln müssen angekommen sein. So, Team Grün rusht jetzt B. Team Rot verteidigt A und knubbelt da so ein bisschen. Man kann nicht pauschal sagen, dass das schlecht ist, aber in vielen Spielen ist das halt dann nicht so erfolgreich, wenn man nicht so aufgeteilt ist.
Wenn man so mehr oder weniger so halb umkreist ist, ist das ja wie so ein Trichter, ne? Aber die Sumo traut sich jetzt langsam, aber sicher davor wahrscheinlich. Und er wartet nur da drauf. Er fährt da jetzt ran, ist jetzt gespottet. Und einmal breitet er raus, oder? Eine Aufschallung hat er. Die Sumo-Türme zeigen zur Iowa, glaube ich. Bleibt stehen, nebelt gleich und jetzt gibt's Izumo-Sushi. Um es mal an die Titel von unserem Yamato-Sushi anzulehnen. Das Replay ist übrigens auch auf dieser Karte entstanden, das Yamato-Sushi-Replay. Wer es noch nicht gesehen hat, sehr sehenswert. 258.000 Damage von Sashi 1991. Regelmäßig zu Gast bei uns. So. Ah, da ist aber noch ein bisschen was offen an Schaden, wenn man sich die Final Screens anguckt. Da kommt noch ein bisschen was. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Ja, nutzen wir kurz die Gelegenheit. Ich möchte einmal auf die World of Warships European Community hinweisen. Eine Community oder eine Gruppe in Facebook, die mit dem Zweck gegründet wurde, dem europäischen Server, dem europäischen Game Server bei World of Warships, eine Plattform zu bieten für alle Spieler aus allen Ländern, grenzübergreifend. Und ja, natürlich hauptsächlich für die Spieler, die auch auf dem europäischen Server spielen. Wir sind inzwischen schon mehr als 200 Mitglieder und kommen täglich neue hinzu. Ich denke, das ist eine coole Plattform. Wir haben bis jetzt viele Gruppen halt hauptsächlich national begrenzt oder gleich weltweit. Der EU-Server fehlt so ein bisschen und darum gibt es diese Gruppe, die ich persönlich sehr informativ finde und ich tausche mich da immer ganz gerne mit den Leuten aus. Liegt sicherlich auch daran, dass ich die Gruppe mitgegründet habe. Das soll euch nicht vorenthalten sein. Ja, jetzt raus aus dem Nebel. Die Fahrt wird wieder aufgenommen. Die Yugumo hat ihn sofort aufgedeckt. Wird erstmal gleich beschossen, um wieder zugehen zu können irgendwann. Jetzt flüchtet sie schon mal, ist schon 10 Kilometer weg. Aber er geht ja bis auf 12 Kilometer auf und wenn er schießt, so wisst ihr ja alle gleich immer so weit, wie geschossen werden kann. Ist ja eine neue Regel seit einigen Versionen. Scharnhorst drängt vor. Und das ist hier jetzt zwar so, dass zwei Caps von Team Grün gehalten werden, aber Team Rot ist definitiv im Schiffsvorteil. Und er hat den Nebel auch früher verlassen, als er hätte müssen. Aber das hat er intuitiv gut gemacht, weil viele Schiffe auf ihn aufgeschossen hatten. Und damit sind sie dann natürlich auch vom Wirkungsbereich sehr nah dran und hat man kaum noch Möglichkeit zu reagieren. Man sollte mit der Kutusow schon, denke ich, so spielen, dass man entweder eine gute Deckung hat oder möglichst weit weg ist von dem Schiff, was man beschießt, dass man eine möglichst große Reichweite, also große Reaktionszeit hat, bis wenn man beschossen wird, dass man dann halt möglichst weit Zeit hat, also um die 10 Sekunden, um das Schiff in eine andere Position zu bringen. So, das war die Scharnhorst. Und damit das zweite Ziel. Und das nächste ist dann die Schachthorst. Oder wie sie auch immer ausgesprochen wird, ich mag diesen Namen nicht. Gleich wieder in Brand gesteckt, gleich wieder gelöscht. Niemals eine gute Idee, bei einem Brand gleich wieder zu löschen. Wobei das natürlich auch immer leicht gesagt ist, der Russenkreuzer kann ja gar nicht wieder Strukturpunkte aufbauen. Von daher, ja, nichtsdestotrotz ist immer ein Riesenproblem, weil wenn er jetzt wieder angesteckt wird, dann kannst du eine ganze Zeit nicht löschen. Und die Yugumo ist auch down. Einfach mal schnell draufgehalten, wie aus der Westentasche. Zack, schnell gezogen, abgedrückt, rausgerotzt, weggeschossen. Zack, und die Schachtor ist auch fast weg. Unterstützer ist schon gedroppt. Torps sind im Wasser. Die sind für ihn ein Problem, aber er kann erfolgreich gleich aufklären.
sie gleich nutzen, hatte rechtzeitig das Hydrofon angemacht, um die Torps dann aufzuklären. Und da kann er gleich wieder die nächste Smoke reinsetzen. Gerade so ready geworden, wenn ich das richtig gesehen habe. Perfekt. Hinten der Russenkreuzer ist raus. Die Torpedos hat sich erledigt. Die Gegner schießen alle daneben. Und wieder war die Iowa anvisiert, anstatt die Fidschi. Geschossen wird aber auf die Fidschi. Ah, das war... Hat die Fidschi noch eine Menge Glück gehabt. Die muss raus, bevor sie nebelt. Das wird noch... Ja, jetzt hat Team Rot einiges verloren. Die Fidschi ist down. Krake ist freigelassen worden. Das war der fünfte Dampfer. Das fünfte Dampfer, ja. Da verschiebt mir vollkommen die Sprache hier. War der fünfte Dampfer natürlich. Und die Iowa brennt auch. Oh. Jetzt muss aufgeklärt werden. Sonst kann er nichts machen. Da ist sie wieder. Vernichter ist auch da. Die dritte Auszeichnung. Ja, die Iowa bleibt stehen. Jetzt heißt es Torps ins Wasser und versuchen einen anderen Punkt auf dem Schiff zu treffen, um ihn wieder anzuzünden. So, Nebel ist gleich weg. Er muss sich in Bewegung setzen mit seinem Dampfer. Und da ist der zweite Brand. Und die Iowa kann immer noch nicht löschen. Und noch ein Brand. Das sind jetzt drei Brände auf der Iowa. Da kann man, wenn man jetzt nicht reparieren kann, ist das schon ein großes Problem. So, punktemäßig liegt Team Grün jetzt vorne. Schiffsmäßig ist ausgeglichen. Jetzt heißt es nur Überleben für... Boah, die Riesensalve. Gerade so Schwein gehabt. Noch 5000 Strukturpunkte sind da. Und nochmal 1400 on top. Und jetzt brutzelt die Iowa. Oh, 2 Minuten 40 ist das Gefecht noch. Das sollte sich dann ausgehen. Wobei, wenn die Iowa jetzt stirbt, macht man ja schon mal einen großen Schritt. Großkaliber ist jetzt auch gedroppt. 924 Punkte. Ich denke, das war oder ist ein ganz beeindruckendes Gefecht gewesen. Und sehr informativ, wie man eine Kutuzov halt auch spielen kann, soll oder sollte. Team Grün hat es hier tatsächlich geschafft, das Gefecht noch zu drehen. Und ich denke, Toxic 85 hat dann großen Schritt oder große Sache zu beigetragen, dass das Spiel noch gewonnen werden konnte oder wird. Jetzt haut die Bismarck nochmal einen raus. Los, schnell den Kurs ändern. 1900 Punkte, ein Kratzer und die Kutuzov ist raus. Puh, alles daneben. Super. Alles klar. Damit sollte jetzt eigentlich hier nichts mehr möglich sein für den Gegner. Selbst wenn jetzt ein B noch reingefahren wird. Ja, clever gemacht. Er ist auch nicht mehr entdeckt, so dass man wirklich sagen kann, wir warten jetzt hier nur noch ab. Well played, guys. Well played. Ja. Unterstützer, Krake freigelassen, Vernichter und Großkaliber. Großartig. Super gemacht. Jetzt kommen die Schlussscreens. 169.000 Damage. Ja, Erfahrung, da wurden ein paar Missionen und Flaggen wahrscheinlich, Lackierungen waren alles mit dabei. 5 Schiffe. Krake hat man nicht alle Tage mit der Kutuzov. Platz 1 mit Abstand. Ja, ich denke, wirklich sehenswert und verbleibe somit. Danke fürs Zusehen, fürs Einschalten. Hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir hören uns später. Euer Sequence-Team, euer Marara. Ciao, ciao.